Nasi Prishti Karmasana ist die Nasenrippenstellung oder eben die Stellung, mit der du Nasen und Rippen auf den Boden bringst. Karmasana könnte man auch sagen, die Stellung, mit der du Karma überwindest. Die Stellung wird wie folgt beschrieben. Nimm Sukhasana ein. Sukhasana ist allgemein eigentlich der Schneidersitz, kann aber auch gleichbedeutend sein für den Lotussitz. Und damit du der weiteren Beschreibung folgen kannst, muss es eigentlich ein guter Lotussitz sein. Dann gib die Ellbogen in die Nabelgegend und fasse mit den Händen um die großen Zehen. Dann beuge dich nach vorne und gib das Kinn Richtung Boden, wenn es geht sogar auf den Boden. Und dann bringe dein Bewusstsein zu Brahmarandra, zur Scheitelgegend und meditiere dort. Das ist Nasa Prishti Karmasana 1. Eine zweite Übung, die als Nasa Prishti Karmasana bezeichnet kann, ist letztlich die Stellung mit gegrätschten Beinen. Strecke die Beine nach vorne aus, gib die Beine auseinander und strecke dann die Arme nach vorne aus und gib Rippen, Prishti und Nasa auf den Boden. Das ist auch Nasa Prishti Karmasana. Eine dritte Stellung, die als Nasa Prishti Karmasana bezeichnet werden kann, ist Kurmasana, die Schildkröte. Gib die Beine nicht ganz so weit auseinander, beuge die Knie etwas, gib die Arme unter den Kniekehlen nach hinten durch und dann gib die Rippen auf den Boden und die Nase auf den Boden. Auch das ist Nasa Prishti Karmasana. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir, teile die Sendung mit anderen oder geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de oder lade dir die Yoga-Vidya-App runter im Google Play Store für Android oder im Apple Store für iPhone und iPad.